Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute der Rambi. War noch wer dabei? Mathilde. Ach ja, und Shenzi. Ach ja, und natürlich Mathilde. Nein, da rennt er einfach vor. Verdammt. Ja, vielleicht erahnt ihr es schon an der Stelle, wo wir sind. Wir gehen jetzt endlich nochmal in die Abschaumtiefen. Die Abschaumtiefen Teil 2 oder so, würde ich sagen. Genau. Na komm her, du Zahnstocher, Heini. Oh, hier muss ich schwimmen, das ist scheiße. Weil ich muss dieses doofe Relikt des Abgrundes zerstören. Shenzi, warte mal, ich habe ganz viel Futter für Shenzi. Yam Yam Beinchen, Yam Yam irgendwas, Yam Yam Armchen und noch mehr Beinchen. Ah, nicht, dass die dick wird. So. Oh, hier liegt auch noch einer. Attacke! Alter! Der für einen Auftrag hier. Du war aufgestiegen. So, hier kannst du alle segnen. Na komm her, du Bogenschütze. Ui, das ist ein Riese! Warum auch der besondere Name? Das war ein Riese. Bringt ihm aber auch nichts. Ich will sein Riesenherz. Naja. Irgendwas beschießt mich. Oh, ich hab Dafari-Waffen erlernt. Oh, danke, Nashorn. Ich nehm einfach mal hier. Au! Du dreckiger Kackkoch. Blute. Dann nehmen wir noch mal das Verbändchen hier. Und einmal ein Herzchen, bitte. Habe ich deins auch schon? Pulver, der verdeppt. Safari Schwert. Knochen. Pfeile. Ja, die hat man hier schon alle gelernt, die ganzen Emotis. Ja. Ja. Aua! Ich wurde beschossen! Ja, passiert mir die ganze Zeit, weil ich hier Herzen ernte. Shenzi ist voll in ihrem Element. Ich habe noch ein paar Herzen für Shenzi. Hey! Wow, Rambi! Ja, der rennt da einfach durch. Knallharte. Ohne Standarte, die mich mit, die mag ich. Obsidian. So, ich gebe dir mal was zu futtern, zu knabbern. Ist der also, gesegnet? Jo. Okay, hast du recht. Nee, hast du nicht gesegnet. War doch nicht gesegnet? Nee, und der ist auch hier so ein Riese. Hey, kommst doch nicht mehr zum Schlagen. Der wird nur weggeschubst. Achso, die müssen die irgendwie ranlocken, ne? Das ist jetzt doof. Ach ja, dann gehen wir rein, rennen wir durch und gehen schon mal rein. Wir brauchen ja Blut hier auf dem... Ja, aber ich glaube, die haben schon alles getötet. Nee, einer ist da noch. Komm her, komm her. Ja, komm her. Komm her. Komm ich renn mal weiter weg mit denen. Ja, ja. Äh.
Das sollte hoffentlich reichen. Ja. Mit deinem Herz. In die Abschaumtiefen geht die Mathilde mal wieder rein. Lala. Also auf jeden Fall können wir hier den Leuchtschleim wieder einsammeln. Oh ja, Leuchtschleim. Wer sind diese komischen Leguane? Ach ja, die waren auch echt nervig. Achso, und die Truhen, wo man hier runtertauchen konnte, ne? Ja, aber da ist ja auch der Leuchtschleim, deswegen tauche ich ja so ein bisschen. Okay, du tauchst schon. Naja, dann kämpfe ich mal gegen diese Leguan-Pisser. Ach man. Ich bin voll ins Feuer hochgetaucht. Und der schubst ihn einfach weg. So, brachte der irgendwie Fell oder so? Oh, ist auch fast im allerwertesten. Reptilienhaut, das kann ich auch gebrauchen. Warte. Ich kann es nicht reparieren, scheiße. Na egal. Ups. So, erstes Loch, zweites Loch. Da ist noch ein Loch. Ah, ich bin im... Scheint, sie hat aufgetaucht. Also, ich bin mir jetzt sicher, war ich in dem Loch? Nee, in dem Loch war ich nicht. Ah, ich will nicht schleichen. Nein, auch nicht schlagen. Ich wollte einfach nur. So. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder auch ein bisschen mehr Leuchtschleim. Auch mehr für unsere tollen Leuchtstäbe. Genau. So. Was tut der? Da. So, wir müssen ja auch nicht ganz so detailliert vorgehen wie letztes Mal. Nee. Ach, verdammt. War es geheilt. Ja, kommen wir ja quasi weiter, oder? Ja. Warte mal, hat Shenzi noch Platz? Und ich habe eh nichts mit Shenzi. Ein bisschen. Ich glaube, die Farbtöpfe sind... Shenzi hat vor allem Menschenfleisch. So. Wieder Geisterchen. Ah, von hinten haben wir angegriffen. Los. Ach, Rambi macht das schon. Dann häute ich das nochmal kurz und dann kriegt Shenzi was zu essen. Ja, Shenzi hat noch abgetrennte Beine. Die frisst sie anscheinend nicht. Die mag sie nicht. Menschenfleisch ja, Beine nein. Keine abgetrennten Beine? Oh, böses Shenzi. Nee, zumindest hat sie die noch nicht gegessen. Hier ein bisschen Wildfleisch. Das Wildfleisch ist gleich weg. Hat sie weggeatmet. Ach, jetzt gab es diese Wasserspiele. Mhm. Aber wir müssen ja Gott sei Dank nicht mehr lange suchen. Rambi wird ertrinken.
Wo war denn hier das nächste? Dieses Tor. Ah ja, man musste nah rangehen, das war's. Letztes Mal stand man auch lang vor, ja. Ja, geht schon rein. Hier war es noch? Weißt du noch, wo es weiterging? Ah ne, hier ist ja die Tür. Aha. Oh, wie wir uns letztes Mal blöd angestellt haben davor. Ja, wenn man es weiß, ne, geht's easy peasy, aber... geradeaus weiter. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob es noch hier irgendwelche Truhen gab oder so. Das weiß ich nicht mehr. Nein. Fuck. Ich kann da nicht. So, geht doch. So, hier mussten wir gucken. Da. Ja. Hier links gibt's auch noch eins, aber... Ja, schieß mal dagegen. Nee, geht nicht. Bin runtergefallen. Kann ich nicht irgendwie seitlich irgendwo klettern? Ja, ich geh schon auf die linke Seite. Ja, klettern ist hier leider nicht möglich. Ist voll doof. Oh doch, hier. Ich komm hoch. Juhu! Jetzt hättest du auch machen können. Da drüben ist zum Beispiel eine Kiste. Bei mir? Bei dir? Ja, auf der linken Seite. Kiste, die hab ich mir jetzt verdient. Oh, eine geheime Kiste. Was wird da wohl drin sein? Knochen. Steine und eine Eisenpickel. Können wir eine zweite Eisenpickel gebrauchen? Ja, ich habe schon eine zweite Eisenpickel mit jetzt, weil ich irgendwo eine gefunden habe. Okay. Ich hoffe, Shenzi kommt hier irgendwo noch nach. Ich habe sie aus den Augen verloren. Da ist ein Heinrich. Ach, ja. Da ist Shenzi. Ich bin gerade nur recht voll, aber... So, da haben wir den ersten... Nee, abbrechen. Ich brauche nicht so viele Knochenpfeile. Bisschen brauche ich was für Rambi. Rambi kommt bestimmt gleich. Auf jeden Fall ist da vorne der erste Hunger. Rambi kam bisher gar nicht. Ach, Rambi kommt schon. Ich habe Rambi eben nicht abgestellt. Da ist doch Rambi. Ah. Ich sehe den Skelett gar nicht mehr. Kann man den auch halten? Ja, aber ist kaputt. Ja, man kriegt Knochen. Wer hätte es dann nicht erwartet? Oh, hier ist auch einer. Ja, und alle daneben, aber er stirbt schon. Komm, dann die Knochen kann ich wiederverwerten. Oh, verdorbenes Fleisch kriegt man auch von ihm.
Tiere. Aber ich finde es gut, dass sie sich gleich automatisch immer wieder heilen. Das finde ich auch gut. Es nimmt einem sehr viel Stress. Ja. Da ist noch eine Decke. Schau einer an. Was ist da? Oh, da ist Leuchtschleim unten. Ich sagte, das ist ein Loch in der Decke. Ja. Links habe ich, rechts habe ich keinen Leuchtschleim. Oh, doch, hier Leuchtschleim. Leuchtschleim. Juhu. Leuchtschleim. Leuchtschleim ist gut. Leuchtschleim ist toll. Leuchtschleim ist... So, wo kommen wir hier raus? Ich bin rausgekommen, auf der anderen Seite. Einmal lang geschwommen oder was? So, ich hoffe, ich habe getroffen. Ja, Wasser steigt. Vielen Dank. Genau, hier hatten wir letztes Mal sozusagen eine Pause eingelegt gehabt und den ersten Teil der Aufnahme beendet. Oh, wir haben ja gerade einen guten Lauf. Oh, hier ist eine Truhe. Ja. Oh, sehr schön, dann kannst du die ja noch mitnehmen. Boah. Stahlpfeile und leichte Stiefel lasse ich da. Knochen und so, naja. Na, okay. Dann kann ich wieder zu, in deine Richtung kommen, oder? Ja, hier geht's weiter, wo ich bin. Warte, hier oben. Ja, ich sehe. Ich sehe dich, ich muss ein bisschen schwimmen. Ja, ein bisschen. Diese Fackeln sind immer gut, um zu zeigen, hey, ich bin hier. Ja. Oh ja, da oben sind wir. Das heißt, ich wechsle jetzt auf Schlangen. Ja, ich auch und ich nehme mehr Heilung. Ich trinke nochmal was und dann kommt das Trinken weg. Dafür kommt dann Ambrosia. Aloe-Extrakt und Ambrosia sind beide jetzt auf der Schnellleiste. Ich glaube, was zu essen packe ich mir auch nochmal auf die Schnellleiste. Da fällt mir ein, ich esse mal ein Stück abgründiges Fleisch. Genau, das packen wir auch nochmal. Nam, nam, nam. In der Hoffnung, dass ich diesmal nicht krepiere. Ja. Unten war auf jeden Fall noch ein Skelett. Ich würde auch ruhig sagen, dass wir die Skelette wieder erledigen, bevor wir da... Ich würde auch sagen, erst das Kleinvieh, dann das große. Genau. Na los, komm her. Ich denke mal, auf der anderen Seite war auch einer, oder? Stimmt. Da ist einer. Gut, das Spuckvieh ist da. Oh. Attacke, Tiere! Nimm das, du Kackvieh. Oh, hat's mich erwischt. Der ging daneben. Der ging auch daneben. Oh, treff mich doch. Schön, nicht der konzentriert sich gerade so ein bisschen auf dich. Ja, ich merke das schon. Ja, ja, das war letztes Mal mein Problem. Jeder zweite Schuss trifft auch irgendwie gefühlt. Ja, ja, das war das Problem, das ich letztes Mal hatte. Und ich bin... Mal kurz warten. Ja, mach das. Soll das Gift mal seinen Teil tun? Ja. Oh nee, ich komme noch nicht. Ich warte noch.
Ja, warte ruhig, bis du voll geheilt bist. Der krepiert hier am Lüften. Den Tieren geht's aber gut, ja? Tieren geht's gut. Tippi, es hat er mich gesehen. Jetzt hat er mich im Visier. Ich nehme andere Pfeile. Ach, ich sind eh nur noch von da. Weil mehr als 10-mal vergiften geht nicht. Nee, da verschenken wir nur Pfeile. Hey, Reiseabschnitt abgeschlossen. Juhu. Hey, herzlichen Glückwunsch. Kann ich hinterlegen. Hier ist ein Buch. Haben wir es letztes Mal auch gefunden? Wo ist ein Buch? Oh, hier. Abgründiges Schwert. Wo ist denn hier? Das rote. Oh, cool. Das habe ich nämlich auch jetzt als gerade gelernt. Das haben wir. Riecht hier Kunde. Hell. Das haben wir letztes Mal, glaube ich, nicht gesehen. Oh. Und ein Stab des Triumvirats. Und die haben beide überlebt. Ja. Ja, das war doch nett. Kommen wir jetzt hier schnell wieder raus? Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt da komplett wieder rauslaufen mussten, ob sich hier ein Tor geöffnet hat. Ah, hier, durch den Kanal. Ja, es war eigentlich, glaube ich, ganz einfach, ja. Nee, doch ja. Mensch, und hast du überlebt? Yay! Aber der hat gar keine Nahkampfattacken gemacht. Letztes Mal hat er irgendwie ab und zu seinen Kopf so ein bisschen irgendwie... Ich glaube, das liegt daran, weil wir auch nicht wirklich in den Nahkampf gegangen sind, sondern die ganze Zeit uns so unten jetzt aufgehalten. Der hat sich also uns so ein bisschen angepasst. So. Oh, Rambi! So, wo sind wir? Müssen wir mal gucken, wie wir hier runterkommen. Da ganz am Rand. Ah, okay. Weil hier hatte uns, ich weiß nicht mehr, ob es Ulrich oder Carsten gesagt, da hinten links ist ja auch noch eine Stadt, wo es nette Mitarbeiter gibt. Aber... Die große hier, oder was? In dem braunen... Nee, zwischen der braunen Stadt und dem Maprand. Also da bei B5, 6 müsste das sein. Da soll wohl auch noch eine Stadt sein. Ich sehe da auch was, das könnte sein bei B6 zum Übergang zu B7. Mhm. Da sind wohl nette Menschen, wo man auch gut Mitarbeiter rekrutieren kann, aber weil das doch recht weit ist, könnte man sich da überlegen, so eine kleine Zweitbasis mit dem zweiten Rad der Schmerzen hinzusetzen. So, wie komme ich jetzt hier runter? Mhm. Es ist dunkel hier, ich sehe gar nichts mehr. Nee. Ja, ist dunkel, ne? Ja, Leuchtstab. Jetzt sehe ich auch, wo du bist. Ich glaube, ich bin auch letztes Mal links irgendwo runter. Oder auch nicht. Uns geht's da gut runter. Sieht irgendwie recht tief aus. Ah, warte, hier sind so... Oh, hier ist so, ja... Hier können wir gehen. Aua. Und nicht so. Oh, ich mach's noch nach. Aber ich habe mich nicht verletzt, doch nur leicht. Dann ist wieder eine fette Raupe. Yam, yam, yam. Das ist jetzt blöd. Weil es dunkel ist. Ja, ich sehe kaum. Ah, ich bin. Schon da. Ja, wenn wir auf dem Rückweg Aloe Vera sehen, mitnehmen. Ja. Unsere Vorräte sind davon. Ja. So, und hier ist diese namenlose Stadt. Ach, hier geht's ja schon wieder so schnell runter. Hier ist ein Untergang.
Das ist eine Hyäne? Nee, doch da. Oh, wir haben Vollmond. Oh, schön. Da oben ist auch noch ein Stamm. Aber Mitarbeiter rekrutieren brauchen wir gerade nicht. Wir sind nee, wir haben keinen Platz für neue Mitarbeiter. Das Rad ist voll. Oh, schön viele trockene. Hm. Hast du noch Platz? Wo ist denn die Musik her? Ach, da! Wenn man schon mal hier ist. Ja. Auch wenn ich irgendwie fast nur Rinde kriege. Aber ich auch. Aber uns in der Ecke gibt es davon nicht so viel. Also wir haben zwar auch so 5 Bäumchen, aber. Ach so! Nicht Shenzi. Oh, das. Rinde kann man ja auch brauchen. Wir müssen auch wieder Stahlfeuer herstellen. Ja. Oh, Aloe Vera, vorne. Beim Samen fände ich auch wieder. Ja, oder wir müssen davon einfach mehr pflanzen, glaube ich. Ja, aber dafür brauchen wir Samen. Ja, ist schon klar, dass wir dafür Samen brauchen. Hab gerade 3 gefunden. Entschuldigung, Shenzi. Oh, nimm doch mal die Eierchen hier mit. Ist ja voll die Diebin. Ja, ich habe die Eltern getötet. Soll ich die Eier ihrem Schicksal überlassen? Ich habe das Junge am Leben gelassen. Jungen Vogel? Ja. Hätte man mal mitnehmen können. Vogel, Babyhygiene. Ich habe keinen Bock mehr auf Hygiene. Haben 2, das reicht. Das sind trockene Bäumchen. Das Dumme ist nur, die Rinde kann ich nicht meinen guten Kumpel hier geben. Der nascht die nur weg. Frisst die auf. Ich glaube, da sind Babyvögel. Ich weiß nicht, wie die Vögel scheiße, aber wenn du welche haben willst, nimm sie mit. Einfach nur der Vollständigkeit haben. Die sind so eine Art Arche, ja? Oh. Komm, Vögel, 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 Vögel. Ja, ein Straußenküken und jetzt bin ich überlassen. Hier, Shenzi, nimm mir mal ein paar Pfeile ab. Oh, hallo? Hier ist ein Träger, der latschte einfach an mir vorbei. Okay. Destruction of the bridge. This is to discourage your treacherous kin from entering our lands. Ich glaube, ich gehe gerade in den schlechtesten aller Wege. Oh, kommt hin. You will break the bridge, and as you do, think about the consequences of betrayal. Think about what your people have done to you. Hab's zu früh losgelassen.
Der war knapp. Autsch. Ich wollte nur die Aloe Vera. Geh weg! Ich will dich nicht! Was ist denn? Ach, hier von diesen komischen Pflanzenfresserviecher habe ich eins angelockt mit leuchtenden Augen. Ach so. Ich wollte doch nur meine Aloe Vera. Ach so, jetzt bin ich endlich unten. Und hinten ist auch noch Aloe Vera. Die Aloe Vera. Ja. Sind wir schon wieder zu Hause. Ging ja irgendwie flott. Ja, auf dem Weg dahin, ne? Ach, du bist noch nicht daheim? Ach, noch lange nicht. Ich habe voll den doofen Umweg genommen. Oh nee, auf Krokus. Ich kann euch auch nicht mehr sehen. Ihr macht einfach keinen Spaß. Ach doch, hier ist ja schon unser Zuhause. Ja. Oh, bin doch zu Hause. Ich habe schon extra Umweg gemacht. Ja, von diesen Blumentöpfen brauchen wir ein paar. Wie konnte man... Was brauchten die denn? Ja, die kann ich bauen, aber schau erstmal, ob alle belegt sind, bevor du da... Oh, hier der eine ist irgendwie. Da ist nur zweimal Kompost drin. Ja, siehst du. Da kannst du da Samen und Kompost rein. Herzen habe ich auch. Das ist ja sehr schön. So. Ja. Das war unser zweiter Ausflug in die Abgrundtiefen. Ja, ich glaube auch unser letzter, oder? Ich denke, ja. Jetzt haben wir ja überhaupt keinen Grund mehr, um da reinzugehen. Richtig. Und so tolle Jetzt habe ich ja auch mein Ding endlich hier. Ach ja, ich habe hier das Straußenküken. Ja, du hast ein Straußenküken. Oh, Shenzi, du bist im Weg. Das ist Müll. Das ist Müll. Was machen wir nächstes Mal? Ich hab keine Ahnung. Dann lass den Müll könnten uns ja das Lager an der Schwarzen Hand nochmal etwas genauer anschauen. Das Lager an der Schwarzen Hand? Ja, das Lager an der Schwarzen Hand. So, ich habe keine Ahnung, was das Küken braucht. Wahrscheinlich braucht es... auch hier, wie heißt es gleich? Ja. Dingens. Pflanzenfasern. Rinde will das auf jeden Fall schon mal nicht. Vielleicht auch Insekten. Ich weiß es nicht. Oder Beeren. Gut, aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier einen Break und ja. Ja. Mal gucken, was wir nächstes Mal machen. Können wir mal jetzt bequatschen und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.